Hallo, da bin ich wieder. Yay, hat ja auch nicht besonders lange gedauert. Aber heute habe ich etwas anderes für euch. Und zwar bin ich heute Morgen zu meinem Briefkasten ge. Und da war ein kleines Mini-Päckchen von Chanel. Und ich dachte mir, oh, jetzt ist es endlich angekommen. Ich habe nämlich vor über 2 Monaten auf der Internetseite meine Adresse dagelassen für ein Pröbchen von dem neuen Mascara Exceptionnel. Und der soll ja so toll sein. Und den Clip auf der Website fand ich schon recht cool. Aber ich wollte auch nicht unbedingt Geld dafür ausgeben. So. Und dann habe ich mir den halt zuschicken lassen. Und da war so ein toller Brief dabei. Bla, Sie sind die Gewinnerin eines Pröbchens. So sieht das Ganze aus. Ein Pröbchen. Inhalt steht nicht drauf. Ich vermute mal, dass da nicht besonders viel drin ist. Upsi. Ja, das ist ein 10 Smoky Noir. Und das probieren wir jetzt mal aus. Wir wollen die Mascara natürlich alle vor Dings da lassen. Also alle guten Sachen. Also beachten wir sowohl die Angabe, wie er aufgetragen werden soll. Und wir geben ihm sogar ganz toll eine Wimpernzange. Denn wir wollen ja nichts Schlechtes erwarten. Nein, nein, nein. Also, ich mache ihn dann mal auf. Tut mir leid, ich muss abstreichen, weil vorne ganz schön viel dran ist. Das ist die Bürste. Und sie soll aufgetragen werden. Zuerst drehend und dann soll die Bürste nach oben gezogen werden. Also, wir drehen und wir ziehen nach oben. Und wir drehen und wir ziehen nach oben. Und wir drehen und wir ziehen nach oben. Und wir drehen und wir ziehen nach oben. Ja, also wir drehen und wir ziehen nach oben. Wir drehen und wir ziehen nach oben. Und da drehen wir schon wieder und wir ziehen nach oben. Ja, ungefähr so. Also durch diese Technik soll es angeblich dem Mascara gelingen, jedes Härchen einzeln zu erwischen. Ja, wenn ihr mich fragt, ich komme mir so vor, als würde ich mir Locken drehen. Ja, und dann unten noch ein bisschen. Ja. Also. Ja, ihr seht ja selbst, was dabei rumkommt. So schlecht finde ich ihn gar nicht. Ja, also eigentlich ist er recht in Ordnung. Also, da ist es ja, ich habe ein bisschen gekleckert, entschuldigt bitte. Und vergleichsweise möchte ich euch gerne einen anderen zeigen. Und zwar den Curling-Effekt von Art Deco. Damit ihr mal einen Vergleich seht. So, vergleichstechnisch. Ich hoffe, meine Batterie schafft das noch ganz. So. Ja, 4 Minuten habe ich angeblich noch, das schaffen wir.
Also. Da habt ihr die beiden vergleichsweise. Wir können auch gerne einmal nach oben gucken. Oh, da nach oben gucken. Ich weiß nicht. Also. Ich. Upsi. So. Also ich persönlich finde, dass da nicht so ein großer Unterschied ist. Ja, ich weiß nicht, ich kann gerne noch mal eine zweite Schicht auftragen. Das wäre vielleicht auch noch mal ganz spannend, zu sehen, wie er nach einer zweiten Schicht so aussieht. Ich bin jetzt nicht völlig, der ist doof, aber auch nicht komplett überzeugt. Okay, Leute, wisst ihr was? Jetzt bin ich aber völlig überzeugt. Oh mein Gott, guckt euch das an. Also für dramatischen Augenaufschlag ist das eindeutig die richtige Mascara. Ich kann hier gerne nochmal eine zweite Schicht drauf machen, falls ihr das irgendwie als Vergleichskriterium seht. Also, wenn ihr mich fragt, ist das. Ah, okay, es ist vergleichbar, aber es ist nicht ganz dasselbe. Ich gucke nochmal hoch. Ja. Also, da habt ihr es. Fangt mit der Info an, was ihr gerne damit anfangen möchtet. Ich verabschiede mich. Ich komme bald wieder. Und plötzlich sagt der Akku, er hätte noch 11 Minuten. Warum macht er sowas? Ja, dann kann ich euch nochmal ranzoomen. Also das ist der Exception. Das ist zu weit nah dran. Das ist der Exceptionell. Und das ist der Curling-Effekt von Art Deco. Natürlich, also ich weiß nicht, ob man das so gut auf der Kamera sieht, aber ja, jetzt zum Beispiel sitzt er schon anders als vorhin nach dem zweiten Auftragen. Ich weiß nicht, ich kann gerne nochmal ein bisschen so nachhelfen, was ich sonst auch immer tue. Der von Chanel, merke ich gerade, ist übrigens schon trocken. Trockener als der von Art Deco. Was eigentlich eher für ihn spricht. Also, ja, entscheidet selbst, ob ihr irgendeinen Unterschied erkennen könnt. Upsi. Ja, so viel zu mir. Ich gehe mir jetzt die Haare tönen. Kann ich euch auch noch mal kurz zeigen? Also, das Rot ist mir viel zu krass. Ich hoffe, dass ich später so aussehe. Ja, das wäre eigentlich ganz nett, oder? Wäre das nicht nett? NETT. Ich weiß nicht, also ich werde noch mal ein bisschen dran rumprobieren und mal gucken, wie der sich so mit dem Abschminken verhält. Ja. Also, seht selbst. Ich schätze mal, der kostet so um die 30 Euro. 10 Euro. Art Deco und Chanel. Ja. Ne, also wie gesagt. Oh, und schreibt mal eure Meinung dazu. Also, weil ich das total spannend finde, zu gucken, wie andere Leute das so beurteilen. Ich persönlich bin ja schon total frustriert nach ewigen Mascara-Sachen. Ich meine, die vier besitze ich zurzeit. Und dann kommt noch ein Nummer 5 dazu, Nummer 6, Nummer 7. So, liebe Leute, ich bin absolut frustriert. Okay, das eine ist ein Pröbchen. Und einige von denen sind bestimmt auch schon 3, 4 Monate alt. Die sollten langsam weggeschmissen werden. Aber ich habe sie auch damals schon recht wenig benutzt. Und, ja, dazu kommt noch ein anderes Video. Also, Frauen, Mascaras, das ist ein eigenes Thema. Ja, also schreibt mir, was ihr denkt. Ich bin selber noch ein bisschen unschlüssig. Tschüss.